Last night I dreamt of San Pedro. Warm wind carried on the sea. He called to me. Te dijo te amo. Tülin Tekkal ist von Geburt an anders. Tochter kurdisch-jesidischer Geflüchteter, Fragenstellerin und DJ. Die Clubs der Hauptstadt sind ihr Wohnzimmer. Hier fühlt sie ihren GästInnen mit Hennek auf den Zahn. Zu Musik, Politik und allem dazwischen. Herzlich willkommen. Sind Sie anders genug für den Familientisch der Tekkals und eine Gesellschaft von morgen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tülin Tekkal und das, liebe Leute, ist anders. Du bist Kurdin, du bist Kurdin, 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 du bist Kurdin. Meine eigene Talkshow, meine eigene. So eigen leider auch nicht, denn Tekkal bedeutet wirklich alles, aber niemals alleine sein. Ich will auch noch mal heiraten. Ja, und du auch. Wir sind eine jesidisch-kurdische Großfamilie. Eine Mama, ein Papa und 11 Geschwister. Alles gut. Ja. Hey, Alter. Aber ich esse nur deine. Privatsphäre, ja, die existiert natürlich nicht. Aber sind alle ganz wunderbar. Ein Haufen außergewöhnlicher Persönlichkeiten. Okay, und woher haben wir das? Zu spät. Immer dieselben. Und dann gibt's eben noch mich. Die, die sich auch immer behaupten musste und irgendwie immer anders war. Weil es dann immer hieß, was, ihr seid 11 Kinder? Mensch, das ist ja asozial. Und deine Mutter Analphabetin? Krass. Und dann auch noch geflüchtet? Mensch. Ja, ja, und da habt ihr anders drauf geguckt. Das weiß ich noch, aber nicht mit mir, ihr Kleingeier. Ja, meine Mutter hat Geburtstag. Schaut, Jungs. Wir dürfen keinen zweiten. Meine Gäste sind auf jeden Fall anders. Aber auch hier darf ich natürlich nicht alleine entscheiden, denn meine Familie sitzt mir ja wie immer hier im Nacken, wie so ein Schatten. Nani, besuchen Sie da. So klar, dass ich nicht zu Ende reden darf. Ein Glück, dass es mit der Popstars-Karriere nicht geklappt hat. Denn Melissa Carlyles Stimme kann noch so viel mehr. Primetime-Unterhaltung und vor allem laut gegen Ungerechtigkeiten und für eine vielfältige Gesellschaft sein. Rujbash, hallo. Melissa, freut mich. Das ist Gyaz, persisches Nougat. Ja. Ich liebe die hässlichen Latschen, da fühle ich mich gleich wie zu Hause. Mama, wo ist jetzt mein Besuch? Muss zur Tür gehen. Ja. Danke. Who should be hurt? Who should be shamed? Am I supposed to change? Are you supposed to change? We need a resolution. We need a resolution. We have so much confusion now. Where were you? Geil, einfach nur geil. Es ist so eine Verbindung, wirklich. Ja. Ihr könnt sofort mit dir raus und was trinken gehen in eine Bar. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ne? Der Song geht einfach immer. Vor allem auch voll die Prägung für mich in den 90ern damals. Auch wenn ich noch kein Englisch konnte und ein Embryo war. Aber was verbindest du vor allem mit dem Song? Ich war schon ein bisschen größer als ein Embryo, aber ich habe eine ältere Schwester. Und ich habe so die Musik, die sie gehört hat, habe ich auch gehört. Sie hatte die Songs alle auf Kassette. Und da waren so 90s R&B-Hip-Hop, vor allem Aaliyah und so Zeugs damals zu der Zeit. Das verbinde ich so mit meiner Kindheit teilweise. Aber mir ist eben auch letztens aufgefallen, dass der Text eigentlich, es geht so ein bisschen um die Beziehungen, ne? Ja, absolut. So, hätte ich mich ändern müssen, hättest du dich ändern müssen, habe ich vielleicht das falsch gemacht, hast du das falsch gemacht, we need a resolution. Und dann habe ich gedacht, eigentlich krass, weil das passt auch so gut zu unserer Gesellschaft heutzutage, vor allem so die letzten Jahre. Jeder denkt, seine Meinung ist richtig. Jeder denkt irgendwie, das, was er denkt, ist das Richtige. Anstatt einfach mal so ein bisschen auch mal die Augen zu öffnen und zu sagen, oder andere Meinungen zuzulassen. Genau, einfach auch mal zuzulassen oder mal sich was anderes auch anzuhören. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist etwas, was wir unbedingt tun sollten. Musik ist für mich auch Politik tatsächlich oder auch gesellschaftsrelevant. Ja. Deswegen genau richtig, dass du diesen Song ausgewählt hast. Ja, sehr cool. Also ich bin auf jeden Fall in den Vibe gekommen. Sehr schön. So sollte es sein. Ich bin dafür, dass wir über alles Weitere da drüben sprechen. Sehr gern. Komm doch gerne mal rein, setz dich mal hin hier. Richtig schön hast du es hier. Sehr gut. Das sieht übrigens sehr fantastisch aus. So Tony Montana. Meine Liebe, schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig. Vielen Dank für die Einladung. Magst du was trinken, was essen? Bei uns muss man essen und trinken, sonst kommst du gar nicht raus aus dem Haus. Tuba? Hey, was sind das denn bitte für geile Tassen? Hammer, oder? Ja, oder? Hier, mega schön. Ihr habt euch ja gerade schon kennengelernt, aber Tuba, du warst ja sehr unhöflich. Hast ja, ich hätte euch nicht meinen Tisch mitbringen sollen. Nee, so. Ganz ehrlich, ich habe meine Dendex gegessen und wenn ich Dendex esse, dann bin ich in einem anderen Film. Deswegen jetzt hier nochmal. Hi. Dankeschön. In dem Sinne, cheers. Keiner weiß, was hier drin ist. Keiner weiß. Niemand weiß es, nur außer. Ja. Tuba, du hast ja Weintrauben dabei. Tuba hat ein großartiges Talent und das möchte ich dir jetzt gerne mal zeigen. Auf dem Handy. Ich setze dich mal neben dich, dann kannst du mal talentierte sehen. Talentierte junge Frau, da bin ich mir ja wohl ganz sicher. Du, ich habe viele Talente, ehrlich gesagt. Das glaube ich.
Ey, wie, von welcher Entfernung war das denn? No. Wir haben das längst überwunden. Badabum! Buddy, Bubi, Bidi! Okay, also du, Leute erschrecken dich gerne. Das war ein Kaktus tatsächlich. No. Ja. Alter, ihr habt richtig übertrieben gerade. Nein, hast du nicht gefangen von der Entfernung. Die Leute glauben uns das nicht. Habt ihr das schon auf TikTok oder Instagram hochgeladen? Alles. Ist das schon viral gegangen? Alles. Hier bin ich Tuba. Siehst du ja? Das war doch die Torte, die ich ihr geschenkt habe. Das habt ihr nicht gemacht? Ich freue mich. Hey, ich würde mich nach diesem Video gerne bei euch bewerben als Schwester. So, dann musst du aber deine Skills zeigen. Na, okay, mach ich. Ja, hier. Also, warte, ich muss mich erstmal seelisch darauf vorbereiten. Wenn ich das dann. Ich mach dir Platz. Ich mach dann eine Anfrage bei eurer Mutter, ob sie. Guck mal, so nah, das ist schon sehr schwer. Un, dos, tres. Alter, geil! Sauber, sauber. Also, er war nicht so krass wie du, aber deine sind schon heftig auf jeden Fall. Ihr könntet beide zum Supertalent auf jeden Fall. So, bitteschön für euch. Dann lasst euch schmecken. Ich lasse euch jetzt mal alleine. Viel Spaß. Vielen Dank für alles. Nimm mein Handy gerne mit. Mach ich. Dankeschön. Jetzt hast du die Schuhe auch noch ausgezogen. Das ist sehr gut. Merkst du, ich fühle mich richtig zu Hause bei dir. Das ist voll gut. Du hast hier auf jeden Fall die hässlichsten ausgesucht. Ich weiß, aber die sind die bequemsten. Das weiß ich ganz genau, weil meine Mutter hat die nämlich auch zu Hause. Und die sind zwar richtig hässlich, aber bequem, damit, ne? Ja, das ist gut. Die sind, glaube ich, aus dem Irak oder Syrien, ich weiß es noch nicht. Definitiv. Wenn die mal da waren, haben sie die da immer hergeholt tatsächlich. Ja. Immer so viele Latschen, die zu klein, zu groß waren, aber es war egal. Das macht meine Mutter auch. Aber jetzt mal Spaß beiseite in diesem Fall. Mhm. Ich meine, wir sind ja heute hier, weil es um anders geht. Du hast recht. Ne? Mhm. Und was macht dich so anders? Also ich weiß es natürlich, so ein bisschen, wenn ich dich so beobachte als deutsche Moderatorin mit iranischer Abstammung, da kannst du echt stolz drauf sein, weil Dankeschön. Ich bin es auf jeden Fall, also sehr vorbildlich in diesem Fall. Vielen Dank. Aber was persönlich macht dich so anders? Ach, ich es ist immer so schwierig, über sich selbst irgendwas zu sagen, was einen anders macht. Was mir auf jeden Fall geholfen hat, Fuß zu fassen in dieser TV-Landschaft oder überhaupt diesen Beruf so lange zu machen, ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, einfach man selbst sein und einfach authentisch sein und einfach so zu sein, wie man ist. Und das ist nämlich schon oft anders genug, weil niemand ist du. Ne? Also du hast schon so viele Attribute, die dich ausmachen. Ich kann dir jetzt konkret gar nicht sagen, was es ist, aber... Es ist ja schon anders genug, dass du in der Fernsehlandschaft so ein bisschen unterwegs bist. So. Und es ist tatsächlich, also glaube ich, vielleicht nicht, immer noch nicht leider, selbstverständlich. Also als ich jünger war, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich irgendwie Fernsehen geguckt habe, dann... habe ich nicht Mädels wie uns gesehen, ehrlich gesagt. Ja, aber sehe ich heute auch immer noch nicht. Also ich sehe immer noch viele, viele Männer. Definitiv. Weil man, glaube ich, auch oft denkt, dass die deutschen ZuschauerInnen das einfach vielleicht lieber sehen. Ich weiß es nicht. Ja, weil man sich so dran gewöhnt hat, so, weißt du? Ja, vielleicht ist es das. Man kennt es nicht. Man kennt es auch nicht anders. Genau, man kennt es nicht. Und vielleicht muss man genau da jetzt brechen. Und ich glaube, genau sowas zum Beispiel, diese Sendung, die du hier gerade machst, ist schon ein großer Schritt in diese Richtung. Weil man muss die ZuschauerInnen einfach daran gewöhnen, an dieses Bild. Und das gehört ja dazu. Das ist ja der Spiegel unserer Gesellschaft. Warum sollten wir nicht sowas moderieren? Und ich meine Geschwister, ich habe ja 11, also ich bin die Jüngste mitunter. Da war es ja wirklich immer anders. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du Geschwister hast. Hast du Geschwister? Ich habe eine ältere Schwester. Schön. Und bei mir sind es halt 10 ältere Geschwister. Schön, sehr schön. Und zwischen mir und der Ältesten sind wirklich 20 Jahre. Und die waren wirklich vorbildlich zu mir, dass die mir gesagt haben, Thülin, du kannst alles schaffen, wenn du es willst. Alles. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier so zusammensitzen und genau über diese Andersartigkeit auch so ein bisschen sprechen können. Du hast vollkommen recht. Mir war das auch damals mit meinen Eltern, weil du weißt, wie das ist, wenn Eltern aus einem anderen Land kommen. Die wollen natürlich auch eine bessere Zukunft für ihre Kinder haben in Deutschland. Ne? Die kommen natürlich auch, weil sie wissen, da, wo wir herkommen, wäre das vielleicht einfach nicht so. Hier hätten wir viel mehr Möglichkeiten. Und da will man natürlich sich als Kind auch anstrengen und was Tolles machen, damit die Eltern auch irgendwie stolz auf einen sind. Ne? Und ich weiß noch, mein Papa hat auch mal zu mir gesagt, egal was du machst, mach's halt richtig. So, wir sagen dir nicht, wer das oder wer das oder wer das. Ne?
ist oft in persischen Familien so. Entweder bist du Anwalt oder du wirst Arzt oder du bist oder Pilotin. Oder Pilotin, auch das. Nee, meine Eltern sind sehr, sehr offen gewesen schon immer und haben halt einfach früh gemerkt, dass ich mehr so dieses kreative, laute Kind bin, was irgendwie alles andere macht, als irgendwie diszipliniert irgendwas zu sein. Und deshalb hat er gesagt, ey, mach genau das, was dich glücklich macht, aber mach's richtig. Ja, genau, aber das ist ja genau das, was du beschreibst gerade. Das ist ja dieses Anderssein. Ja. Dass du alles immer anders gemacht hast und nicht diesen Weg gegangen bist, wo es eigentlich so vorherbestimmt ist. Richtig, oder? Der vielleicht auch einfacher gewesen wäre. Ja, kann einfach sein, aber ich glaube, wir mögen es, wenn es ein bisschen kreuz und quer geht, ne? In dem Fall. Ich meine, look at you, ey, du kannst so stolz sein. Um 20.15 Uhr Primetime, Voice of Germany, wie geil ist das bitte? Das ist richtig, richtig geil, wirklich. Also ich freue mich auch sehr. Und das ist auch irgendwie so the next step auch für mich natürlich. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich das erst seit gestern mache. Ich meine, ich moderiere auch schon seit über 10 Jahren, glaube ich. Schon lange dabei auf jeden Fall. It's a long way to go, so, um jetzt zu sagen, geil, okay, jetzt bin ich aber auch da angekommen und bekomme auch die Chance, ne? Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, ich glaub's. Also ich bin, ich schaue dir gerne zu. Ich werde es auf jeden Fall, habe ich so in der Vergangenheit auch immer gemacht. Ich werde es auch in der Zukunft und Gegenwart tun. Und du hast gerade eingangs erwähnt, es ist immer schwierig, so von sich selbst zu reden oder von der Andersartigkeit von sich selbst oder sich selbst auch zu loben. Und deswegen, habe ich natürlich was Kleines vorbereitet und habe von jemanden außen jemanden gefragt, die dann eine kleine Lobrede auf dich hält. Oh. Ob du denn auch anders genug bist, am Tisch der Familie Tekkal Platz zu nehmen am Abendessen, wenn du das willst. Natürlich. Sehr gerne. Ne? Ist aber Kampf. So, ich setze dich mal eben zu dir, wenn ich darf. Wenn du noch willst, kannst du noch ein paar Weintrauben? Willst du noch? Ja, gerne. Ich kenne Melissa, seit ich in diesem Business angefangen habe. 2014 hat sie mich interviewt und ich war noch, ob man es glaubt oder nicht, ich war so schüchtern und noch so eingeschüchtert von dem ganzen deutschen Showbusiness und dass ich da überhaupt eine Chance bekommen habe und dass ich überhaupt so von nichts plötzlich da dabei sein durfte. Und Melissa war eine der Personen, die nicht nur zu einer wirklich ganz, ganz engen Freundin, zu einer Schwester geworden ist, sondern die mir die letzten 8-9 Jahre einfach durch dieses Business durchgeholfen hat, indem sie immer eine gute Freundin war, immer eine gute Beraterin war, immer eine wunderschöne Energie, ein Lächeln, eine unfassbar kreative, tolle, starke Frau, die auch Türen aufmacht für andere Frauen und für andere Menschen und andere Männer. Melissa, ich liebe dich from the bottom of my heart. Oh, Sheretam, ich freue mich so sehr über all das, was jetzt bei dir passiert dieses Jahr. Und ich weiß, dass ich immer auf dich zählen kann und du kannst immer auf mich zählen. Also solche Freunde hätte ich gern, ehrlich. Danke. Und auch noch witzig dazu. Ach, die ist eine tolle Frau. Ja, ne? Ganz, ganz besonders. Mhm. Liebe Grüße geht raus an dieser Stelle. Da werde ich gleich ganz rot. Ja, also ich sag ja immer, also Freunde und Familie können gute Freunde sein, aber auch echt zu Feinden werden. Aber das, was sie gesagt hat, ist natürlich großartig. Ne? Und das dann auch Familie. Ja, voll. So, apropos Freunde und Familie. Mhm. Ich habe natürlich noch jemanden dabei, einen Freund der Familie, cool, der für mich auf jeden Fall eine Stilikone ist und auf jeden Fall anders, das wirst du gleich sehen. Mhm. Und der einzigartige Drag-Artist Bambi Mercury. Yay. Bambi Mercury ist zweifacher Vater, DJ und unsere Queen of Drags. Ihre treuen Fans begeistert Bambi nicht nur mit glamourösen Auftritten, sondern auch mit einer aktivistischen und gesellschaftskritischen Haltung. Hallöchen! Hi! Das ist ein Track. Darf ich dich umarmen? Ja, immer. Vorsicht, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Oh, danke, dass ich hier sein darf. Hallo! Hallo. Mua. Schön, dich endlich Platz gerne hier. Heidi Klum nennt das Schreiköschen. So nennt sie das auch. Ja. Magst du auch was trinken? Sind wir verwandt? Weil wenn ich mir den Prinz so angucke. Ja, ich hatte mal einen Bart, den habe ich mir wegmachen lassen. Aber der kommt wieder, wenn ich will. Steht dazu. Ich finde das super. Genau. Ich finde, das steht dir sehr, sehr gut. Ich würde sagen, dann stoßen wir mal kurz an. Ja, auf jeden Fall. Wo ist mein Glas? So. Cheers, ihr Lieben. Prost. Ich mache es mir einfach bequem, ja? Mhm. Ich trage ja sonst immer sehr hohe Schuhe. Die sind auch schon recht hoch, aber das ging knapp so über den Teppich. Aber zumindest hast du Adiletten und keine andere Latschen. Und SpongeBob-Socken sind auch es immer... Es hieß,
zieh deine Lieblingssocken an. Ich habe einfach nur die genommen, die sauber waren. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber ich komme aus einer Großfamilie. Und da musst du richtig agil sein, da musst du schlagfertig sein und vor allem auch schnell. Bambi, das ist natürlich dein Part. Du wirst die Fragen stellen. Okay. Und das erste Wort zählt, alles, was aus dem Mund kommt, wird gesagt. Seid ihr euch sicher, dass ihr das wollt? Schauen wir uns mal die Fragen an, ja? Vielleicht sind das doch. Okay. Welche Sendung würdest du gerne moderieren? Moderiere ich schon, The Voice of Germany. Peter Maffay oder Mark Forster? Peter Maffay kenne ich noch nicht, Mark Forster deswegen bisher. Aber ich freue mich voll auf Peter Maffay. Einer. Oh Gott, scheiße. Okay, mit welchem Song würdest du dich bei einer Castingshow bewerben? Habe ich schon mal. Madonna, La Isla Bonita. Na, da liegt man. Geil. Last night I dreamt of San Pedro. Warm wind carried on the sea, he called to me. Te dijo te amo. Okay. Also ich würde sagen, sie kann wenn singen. Warum kann sie singen? Ab zum ESC. Vielleicht kriegen wir mal Punkte, ja. wenn du nur noch ein Gericht essen dürftest, was wäre das? Serdesh Polo Bamor. Was? Das war jetzt sehr schnell, ja. Das ist so ein Safranreis mit Berberitzen und eigentlich mit Hühnchen, aber ich esse momentan kein Fleisch, also ohne Hühnchen. Gut. Wie reagiert man am besten auf blöde Sprüche? Mit einem geilen Konter. Was macht dich baff? Bambi! Gute, Dankeschön. Schöne Persönlichkeit. Wen würdest du gerne mal interviewen? Wen würde ich mal gerne interviewen? Schnelle Runde. Die erste Person, die dir anfällt. Michelle Obama. Dein Dragname? Mein Instagram-Name Melissa Flash. Drag ich genug. Deine liebste Verkleidung als Kind? Ich war 5 Jahre hintereinander Maus, weil ich kein anderes Kostüm habe. Oh mein Gott, wie süß. Ich bin eine kleine Maus. Ich war immer Maus. Das nennt man Upcycling. Oh, aber lieber so als anders. Ja, ich weiß, wenn man mich immer diese Mausohren aufgesetzt hat. Die höchsten Schuhe, die du jemals getragen hast? Meine Spice Girls Schuhe in der 4. Klasse, diese Plateauschuhe. Die sind wieder richtig Trend. Also, schade, dass ich sie damals... Alles kommt wieder. Ja. Das darfst du einer persischen Mutter nie erzählen. Alles. Weil bei der nächsten Familienfeier wird alles erzählt. Oh, das ist übrigens jetzt sehr interessant. Wie fluchst du auf Bayerisch? Ja, sag mal, Grützi, fix, was soll denn der Scheiß? Krass. Wie schwärmst du auf Farsi? Sag, du hast einen schönen Bart, zum Beispiel. Sibylle Trelli, Raschenge. Oh, also Hamedi, also Chel. Jetzt sie hat bestimmt gelogen. Wer weiß, ich glaube, nachher kommen dann hier so Untertitel, da steht was ganz, ganz Böses dann. Hättest dich wenigstens mal schminken können, so nach dem Motto. Vielleicht habe ich das gesagt. Und vor allem bei mir dann auch so auf mich gezeigt. Ich habe auch einen schönen Bart so. Ja, hast du doch. Was brauchen wir im Fernsehen nicht mehr? Gewisse Wörter und gewisse Ansichten und Meinungen, die nicht dem Wohl der Gesellschaft beitragen. Das hast du schön gesagt. Es war ein bisschen schwierig zu... Nee, das war richtig, das war gerade richtig. Ich habe die Kurve gekriegt. Ich habe die Kurve gekriegt. Ich wollte, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, genau. Ich weiß genau. Danke. Gut. Oh, das ist sehr interessant. Wer wärst du gerne mal für einen Tag? Ist doch ganz klar ich. Natürlich, klar. Auf jeden Fall. Also, wenn nicht Thülin, dann auf jeden Fall Bambi. Hm. Einfach mal zu sehen, wie es ist. Ja, aber vielleicht allgemein mal vielleicht so ein Mann. Einfach auch mal zu wissen, wie es ist. Oh, ich sag dir, so geil ist das gar nicht. Da denke ich mir, ehrlich gesagt schon. Ich will einfach nur mal so, um auch mal in den Schuhen des anderen gewesen zu sein. Die sind auf jeden Fall flach. Und größer. Meine aber nicht. Also, wenn du einen Tag ich wärst, oh, ich würde auch gerne mal einen Tag du sein. Das ja? Du? Was würdest du dann machen? Wenn ich du wäre? Ja. Ich würde das embracen. Ich würde das so doll embracen. Geil. Und du weißt, dass Drag hart ist und du liebst es zu leiden. Nein, aber genau deshalb, weißt du? Weil es geht nicht darum, es zu leiden, sondern einfach, um nochmal zu zeigen, warum nicht. Hier bin ich. Anders ist richtig. Ja, genau. Anders ist richtig. So, ich glaube, ich bin fertig. Ey. Das war hart. Das war hart, ne? Was für eine Prüfung. Was für ein Recall. Also, du bist im Recall, würde ich sagen. Genau, du performst jetzt nächstes Jahr für Deutschland für den ESC. Okay, ich probiere es. Ich gebe mein Bestes. Krass, wir haben wieder eine Prüfung. Ich weiß nicht, ob ich das machen wollen würde. Diesmal kriegen wir vielleicht ein paar mehr. Ihr beiden habt ja ein Thema mitgebracht. Ich will wissen, wie sieht für euch die perfekte Welt aus? Und vor allem auch in Deutschland. Also, Deutschland, das Land der Chancen, heißt es ja immer. Was denkst du, Melissa? Was muss anders werden? Ich finde, es gibt so vieles, was anders werden muss in Deutschland. Aber da du gesagt hast, ein Thema, habe ich ein Thema mitgebracht. Wir haben ja gesehen, was in den letzten Monaten auch passiert ist, was super tragisch ist, was super beschissen ist, ist der Krieg in der Ukraine. Wir haben aber auch gesehen, wie
toll Deutschland helfen kann, wie die Deutschen die Arme aufmachen können, dass geflüchtete Menschen hier Zuflucht finden können, dass sie hier aufgenommen werden, dass ihnen vieles auch geboten werden kann. Und das finde ich wunderschön und das würde ich mir wünschen, weil ich finde, dass das in der Vergangenheit einfach für andere geflüchtete Menschen aus anderen Ländern nicht so war. Ja. Und das ist jetzt nicht nur bei meinen Eltern damals aus dem Iran gewesen, wobei das schon auch da gab es immer mal wieder Menschen, muss man auch immer wieder sagen, es werden einem nicht nur die Türen verschlossen, sondern es gibt immer Menschen, die einem auch helfen wollen. Ne? Da Gott sei Dank und auch Props an diese Menschen, die wirklich unermüdliche Arbeit da leisten und diesen Menschen helfen, ob es bei Behördengängen ist oder eben bei anderen Dingen, um hier wirklich anzukommen. Menschen, die ihr ganzes Leben in einem anderen Land gelassen haben und hier sind. Und was vor allem mir auch wichtig ist, was eben jetzt auch aufgekommen ist, ist, dass Menschen ihre Berufe, die sie in einem anderen Land, ob es in Syrien oder in Afghanistan, im Irak oder im Iran, ausgeübt haben, studiert haben jahrelang, als Ärzte gearbeitet haben, als Ingenieure gearbeitet haben oder eben Literaten sind, die dann hierher kommen. Die werden auf einmal zu Uber-Fahrern zum Beispiel. Und das ist das, was mich so wahnsinnig traurig macht, weil ich mir denke, sie nicht daran anschließen können. Genau. Ja. Warum können diese Menschen nicht daran anschließen? Warum kann man nicht hier in Deutschland etwas entwickeln, ein Konzept entwickeln, dass es einfacher ist für Menschen mit einem Job, hier diesen Job wieder ausüben zu können in Deutschland? Warum müssen sie bei Null anfangen? Warum muss ein Arzt plötzlich hier Taxifahrer werden, nur weil er nicht die Möglichkeit bekommt? Und das würde ich mir wünschen, dass es sich ändert. Und zwar für alle Menschen, die geflüchtet sind. Hast du denn eine Idee, wie man das Ganze denn ändern könnte konkret? Ehrlich gesagt, so, ich bin mir sicher, es gibt 10.000 Menschen, die können besser darüber reden, die haben mehr Ahnung, was die Politik angeht oder wie man Dinge in unserer Gesellschaft ändern kann. Was ich machen kann, ist das Einzige, wie auch alle anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch so wie ihr, ist, dass wir da einfach klipp und klar unseren Mund aufmachen und was sagen und auch sagen, dass sich da was ändern muss, weil das ist die Macht, die wir haben, die Reichweite, dass Leute uns vielleicht auch zuhören. Das ist das Einzige, was wir in dem Fall vielleicht machen können. Aber Menschen, die in der Politik sind, die sitzen am Hebel, die müssen das ändern. Und das heißt dann für uns, dass wir laut sein müssen, vor allem auch als Einwanderungsgesellschaft Deutschlands. Ja. Und wenn du das so hörst, Bambi, was passiert da mit dir? Ich habe früher auch mal nicht geschminkt in einem normalen Daytime-Job gearbeitet und habe damals Leute eingestellt. Und da waren auch viele Leute, die aus anderen Ländern kamen, die auch Ärzte, Lehrer waren und die dann einfach dann in 15-Stunden-Job dann einfach sich dafür beworben haben, weil sie in ihrem Bereich, die Zeugnisse sind nicht anerkannt gewesen oder die Sprachkenntnis war nicht gut genug, wo ich dann denke, so, wenn da gutes Personal ist, dann kann man die fördern, dann kann man irgendwie Schulungen geben, Sprachen, weil in meinem Unternehmen war es so, die aus England kamen, haben Deutschunterricht gekriegt, dann geht es doch in eine andere Richtung auch. Wie du meintest, die Politiker, die können ja dann einfach dann sich mal auf den Hosenboden setzen, sich Gedanken machen und da mal was Tolles irgendwie entwickeln. Beziehungsweise es gibt ja sehr viele da draußen, die viele Ideen haben. Und man kann ja dann einfach so Ideenentwürfe zusammensuchen und dann darauf aufbauen. Ich meine, why not? Ich meine, wir haben nichts zu verlieren. Es ist ja eine Bereicherung, da kommt ja so viel zusammen. Jeder kann ja von jedem etwas lernen. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren, wir können ja nur gewinnen. Ja, ich glaube, auch dieses Land. Ja, genau, voll. Ich glaube, an dem Beispiel, an dem du es jetzt festgemacht hast mit der Ukraine, ist es auf jeden Fall etwas, was man daraus lernen kann, tatsächlich. Ja. Also, weil meine Eltern wurden damals gefragt, als die hergekommen sind, nur, kannst du arbeiten? So. Natürlich. Ja, klar. Ja. Und dann war meine Mutter jahrelang Putzfrau. So. Ja. Und mein Vater Sanitär. Und um mehr ging es dann nicht, obwohl er auch eine schulische Ausbildung hatte in dem Fall. Viele Deutsche, teilweise auch meine Familie, die vergessen, dass sie selbst auch einen Flüchtlingshintergrund haben. Ich meine, die Geschichte ist ja jetzt noch nicht so weit hinter uns, aber zum Beispiel in meiner Familie ist es dann halt auch so, dass dann durch den Zweiten Weltkrieg dann auch diese Geschichte da war. Und das vergessen die Leute. Das kann immer wieder kommen. Das kann auch hier irgendwann wieder passieren. Na klar. Und eine gewisse Empathie wäre ganz schön. Ich würde mir auch einfach wünschen für jeden Menschen, dass er sich einfach mal in die Lage des anderen versetzt. Mhm. Und dass jeder mal versucht, einmal so über sich selbst nachzudenken. Was würdest du dir denn wünschen, wenn jetzt plötzlich du alles verlieren würdest und in ein anderes Land musst? Was würdest du dir wünschen, genau, niemand verlässt freiwillig sein Zuhause. Natürlich nicht. Aber ich denke, so in meinem Umfeld kriege ich auf jeden Fall mit, dass sich viele jetzt in letzter Zeit diese Frage gestellt haben. Vor allem ich jetzt auch als Jesidin hatte damals schon die Frage 2014. Und jetzt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine ist es jetzt noch mal die Frage für die weiße Mehrheitsgesellschaft tatsächlich. Und es ist auch das Thema, was du so ein bisschen mitgebracht hast. Was muss für dich anders werden? Viel, eigentlich alles.
Menschen müssen sich mehr schminken, ist meine Devise. Ja. Nein. Ich habe mich zum ersten Mal jetzt hier so geschminkt, tatsächlich. Hey, das sieht toll aus. Ja, ich fühle mich super. Und es passt zu deinen Socken, das ist doch großartig. Ja, ja, alles passen, genau, das ist der Clou bei mir. Genau. Ich fände es ganz toll, dass durch viele Fehler, die in den Medien passiert sind, dass sich da Sachen bewegen, dass Menschen jetzt nachdenken, dass bestimmte Themen angesprochen werden, dass bestimmten Menschen Plattformen gegeben werden, dass ein Talk gemacht wird, wo auch betroffene Menschen darüber sprechen können, wie es ist, queer zu sein, schwarz zu sein, ein Flüchtling zu sein und dass eine Frau auch erklären kann, was sie fühlt, wie sie fühlt und dass das kein anderer Mann sagt, dass ein Mann erklären muss, wie was zu sein hat, sondern dass die betroffene Person das selbst macht. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass da so eine Rotierung jetzt gerade ist. Selbst ich, wir haben jetzt vor kurzem ein Projekt gemacht, wo es um Drag Queens geht. Ja. Und das fand ich ganz schön, dass da Menschen aus der Community geholt worden sind, die da mitte drin rumstochern in diesem ganzen Ding. Weil manchmal sieht man Dinge, die einen ansprechen sollen, aber man kann sich damit nicht identifizieren, weil diese Geschichten, die dort erzählt werden, die treffen einfach irgendwie nicht ins Schwarze. Die sind nicht echt oder nicht reell. Das ist dann teilweise das, was sich andere Leute vorstellen, wie etwas zu sein hat. Und deswegen finde ich es toll, dass es so viele unterschiedliche Geschichten jetzt gerade gibt. Und ich finde, das muss noch mehr so sein. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass da sehr viel Aufklärungsarbeit auch auf den Social Media stattfindet. Eins habt ihr beide gemeinsam. Ihr sagt auf jeden Fall, die Reichweite muss genutzt werden für jeden Einzelnen auf den Plattformen tatsächlich, dass man sich dafür stark macht. Wenn ich das so beobachte, passiert das so ein bisschen, aber da kann auf jeden Fall mehr passieren. Genau. Deswegen, also ich fühle beide Seiten. Und man will ja auch nicht die Leute belehren. Genau. Also bei mir ist es so, bei mir geht es um Drag, hallo. Und Make-up und so ein bisschen Schminken. Ne? Aber es ist trotzdem toll, Leute irgendwie in meine Welt mitzuholen, aber trotzdem dann auch aufzuklären, sensibilisieren, auf Themen aufmerksam machen, weil bestimmte Sachen, jeder lebt in seiner eigenen Bubble. Und manchmal ist es schön, da irgendwie rauszubrechen und auch etwas anderes, genau, was anderes kennenzulernen, andere Meinungen zu hören und andere Geschichten zu hören. Und das erweitert den Horizont. Und darum geht es ja heute auch. Ne? Genau. Also einfach mal andersere Geschichten hören. Ne? Ein Bewusstsein schaffen. Genau. Aber einfach mal ein Bewusstsein schaffen, einfach mal sich überlegen, wie fühlt sich denn der andere? Kann das vielleicht auch mal sein, dass meine Meinung vielleicht jetzt einfach gar nicht in sein Weltbild passt? Ne? Mhm. Das kann ja auch alles passieren. Also das ist so schade, dass Menschen einfach alle so dolle auf ihre eigene Meinung pochen und gar nicht und mehr nicht so mehr miteinander sind, irgendwie passiert. Und das sollte auch geändert werden. Ich finde, das, was ich bei euch so höre, ist ja dieses Anderssein, einfach anders aufeinander zugehen, anders mutig sein, anders, weil es wichtig ist einfach, diese Augenhöhe, die hergestellt werden muss und dieser Dialog, diese Andersartigkeit. Darum geht es jetzt auch, Melissa, denn ich habe dir am Anfang, hast du es ja sicherlich mitbekommen, meine Familie sitzt mir im Nacken und die werden natürlich jetzt entscheiden, ob du anders genug bist, um am Tisch der Familie Tekkal zu sitzen. Okay. Und deswegen werde ich gleich mal fragen und ob sie ja oder nein sagen, da können wir natürlich uns überraschen lassen, ne? Ja. So, was sagt ihr? Mama Tuba, ist Melissa anders genug? Ja! So. Hier sind einmal die Gastgeschenke. Ich bin dafür, dass ihr sie einmal auspackt und direkt ausprobiert. Oh mein Gott. Hier ist ein Teppich, dann könnt ihr schon mal so machen. Der Teppich! Schön, sauber. Ich habe aus der Not heraus irgendwann eine Tugend gemacht und aus meiner Andersartigkeit eine Stärke. Und deswegen appelliere ich heute, Anderssein ist wichtig, Anderssein ist mutig und das für eine Gesellschaft, in der eigene Besonderheiten nicht versteckt werden müssen. Es gibt jetzt natürlich einen Familienbrauch, es wird getanzt. Es heißt der Lilo. DJ, turn the music on schon mal, bitte. Tuba, du gehst nach ganz vorne. Vier Schritte nach vorne, vier Schritte nach hinten. Wir fangen mit rechts an. Okay. Ja? Gebiet! Ich habe mich schon lange nicht mehr verkleidet, ehrlich gesagt. Aber du machst kein Karneval mit, oder was? Nee, gar nicht. Ich finde irgendwie, das ist ja eine Bereicherung. So, das macht man dann 10 Stunden, ne? Wo ist mein Handy, Tuba? Mein Handy, bitte. So, wer heiratet als nächstes? Tuba. Aha. Davon wüsste ich aber was. Hast du Alkohol? Ob ich Alkohol habe? Hab ich Alkohol?